Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. In der letzten Folge haben wir noch ein bisschen was besorgt für unser Multikernschild, was wir ja von Tali bekommen haben oder was sie sich ausgedacht hat. Und Forschung. Ja, bitte. Und schon sind wir etwas besser geschützt. Sehr schön. Und gibt auch direkt die Codex-Aktualisierung. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Das wollte ich erstmal nur in der letzten Folge erreichen, beziehungsweise auch noch in dieser Folge. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir nochmal kurz das Treibstoffdepot abholen, um uns ein paar Sonnen zu holen. Und dann geben wir uns doch einfach mal kurz nach Zitadel. Soll ich nach Zitadel? Nein, wir geben uns nicht nach Zitadel, sondern wir gehen uns nach Ilium. Da hat man nämlich auch jede Menge zu tun. Und warum begebe ich mich jetzt nicht nach Zitadel? Der einfache Grund, ihr kennt die Zitadel mittlerweile. Und ich habe ja gesagt, wir fliegen gegen den Uhrzeigersinn da ran. Und das machen wir deswegen auch. So, Ilium. Ilium ist eine klassische Gartenwelt, erschlossen als Umschlaghafen zwischen den Terminus-Systemen und den Asari-Republiken. Um diesen Handel zu ermöglichen, wurde die üblicherweise sehr strengen Gesetze des Ratssektors, was Produktsicherheit, verbotene Materialien und den Handel mit intelligenten Wesen angeht, gelockert. Offiziell ist Ilium keine Asari-Welt, es wurde lediglich aufgrund von Geschäftsinteressen der Asari kolonisiert und wird heute von Asari betrieben. Rechtlich nimmt es damit die gleiche Stellung ein wie der Forschungsentlab der Menschen auf Noveria. Ilium gehört zu den jüngsten Asari-Kolonien, entstand während der 7. Expansionswelle. Das erste auf dieser Welt geborene Kind erreichte gerade erst sein mittleres Alter. Die Welt ist heiß und sehr groß. Bodensiedlung ist nur in den höheren Zonen der Polargebiete möglich. In Äquatornähe wohnt die Bevölkerung in arkologischen Wolkenkratzern, um der Oberflächenhitze zu entgehen. Ja, dann ablanden. Endlich eine neue Welt, wieder sehr viel zu entdecken. Ja. Und neue Missionen. Drei oder vier Stück. Und wir werden sie alle erst erledigen, bevor wir die nächste Welt antreten. Ich finde das einfach grandios, dass wir so viel Auswahl haben, beziehungsweise dass das ganze System alles so riesig ist. Ja, wir können Tali mitnehmen. Tali, die alte Maus, werden wir auch mitnehmen. Und Morden Tali. Nein, wir nehmen Miranda mit, weil es ist ja eine Miranda-Mission, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir haben 4 Gruppenpunkte. Holen wir uns erstmal den Agentenrang jetzt auf voll. Wir haben unsere Konzentration im Attentatszonen wird verbessert und erhalten einen Schadensboden auf alle Waffen, also einen Schadensbonus. 60% wirst du jetzt alles verlangsamt, wenn wir zoomen mit dem Gewehr. Das ist sehr schön. Tali, was kann Tali denn? Tali kann eine Kampfdrohne rufen. Das ist schon mal sehr schön. Kann auch eine KI hacken. Quarianische Machistin verbessert Talis Kampffähigkeit und Waffenschaden, verlängert die Dauer ihrer Kräfte. Wir haben 14 Gruppenpunkte, die wir ausgeben können. Ja, dann, so, jetzt haben wir nur noch 4 und die Kampfdrohne. Ja, nee. Die Kampfdrohne werden wir mitnehmen. Das KI-Hacken lasse ich offen. Ich will erstmal die Kampfdrohne dann auch vollbringen. Und Miranda kann immer noch nicht schmettern lernen, weil ist immer noch nicht loyal. Überlastung, Warp, Service Offizier. Ja, wir bringen erstmal alles so, was unser Leben erhöhen könnte, beziehungsweise ihr Leben, machen wir erstmal voll. Tali, was kann Tali denn für Waffen tragen? Eine Schrotflinte und eine Handkanone, die ich ihr lasse. Ja, mir wurde nämlich auch gesagt, Garrus trägt die falsche Waffe. Das werde ich noch später ändern. Versprochen. Der kriegt seine richtige Waffe in die Hand. Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard.
Wir wurden angewiesen, alle Andock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Warum kriege ich alles gratis? Ich kriege alles gratis? Okay. Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Erstmal fragen wir. Was können Sie mir über Nos Astra erzählen? Es ist eine aufregende Stadt. Wegen unserer Nähe zu den Terminus-System sehen wir hier viele neue Kulturen und Waren. Gleichzeitig ist Ilium nach wie vor eine Asari-Welt. Sie sind hier genauso sicher wie auf der Citadel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit würde ich jedoch empfehlen, nichts zu unterschreiben. Warum das? Was ist so gefährlich an einer Unterschrift? Auf Ilium herrscht freier Handel, Commander. Die Anforderungen an Vertragsbedingungen sind hier lockerer als auf anderen Planeten. Wir müssen diesen kleinen Preis bezahlen, um beim Warenhandel mit dem Terminus-System die Nase vorn zu behalten. Sie sprachen von Handel. Was wird auf Ilium gehandelt? Alles, was Sie sich vorstellen können, Commander. Ilium ist eine wunderbare Welt für die, die es sich leisten können. Um als Hafen für die Terminus-Systeme konkurrenzfähig zu bleiben, haben wir viele Standards der anderen Asari-Welten gelockert. Die meisten Drogen sind legal, solange sie korrekt beschriftet sind. Man kann hier fast jede Waffe oder Technologie kaufen. Es gibt sogar Zwangsarbeiter. Geil, dass wir hier fast alles kaufen können. Das gefällt mir schon mal. Ich kann nicht glauben, dass eine Asari-Welt Sklaverei zulässt. Wir vermeiden die Bezeichnung Sklaverei. Alle Zwangsarbeiter auf Ilium haben freiwillig einer bestimmten Dienstzeit zugestimmt. Aha. Die meisten entscheiden sich für Zwangsarbeit, um Schulden zu begleichen oder dem Gefängnis zu entgehen. Jede Vertragspartnerin ist für das Wohlergehen ihrer Arbeitskräfte verantwortlich und deren Pflichten werden vorher einvernehmlich festgelegt. Wenn Liara Tissoni genauso aussieht wie Sie, dann freue ich mich, dann haben wir noch einen Flirtpartner. Sie sagten, Liara sei hier. Was macht sie? Liara ist eine von Nos Astras anerkanntesten Informationsmaklerinnen. Nos Astra ist ein Handelszentrum. Information ist eine wertvolle Währung und Liara macht damit ziemlich gute Geschäfte. Wie gesagt, Sie finden sie in der Nähe der Handelsebene. Sie freut sich schon auf Sie. Haben Sie Empfehlungen dafür, was man auf Nos Astra so alles unternehmen kann? Unser Handelszentrum ist direkt geradeaus. In der Nähe gibt es auch Restaurants und verschiedene Geschäfte. Sie sollten sich auch unsere Kiosks ansehen. Auf Nos Astra finden Sie Sachen, die es sonst nirgendwo in der Galaxie gibt. Ich habe eine Mission. Können Sie mir helfen, jemanden zu finden? Bei Unterhaltungszentren und Geschäften kann ich behilflich sein, aber zu einzelnen Personen kann ich sie leider nicht bringen. Aber Liara ist bei so etwas sehr versiert. Sie kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Danke. Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Dankeschön, den werden wir hoffentlich haben. Laut Zollbericht hält sich eine Justikarin namens Samara in diesem Hafen auf, Shepard. Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tissoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Sie könnten mit ihr auch über den Aufenthaltsort von Thane Krios sprechen, dem Attentäter in ihrem Dossier. Außerdem habe ich eine Nachricht für Miss Lawson. Lantea hat ein Zimmer im Eternity reserviert und wird dort warten. Danke, Edie. Boah, Alter. Leute, guckt euch diese Welt an. Ganz ehrlich, in dem Intro-Video hier zur Landung, das hätte ich gerne als Bildschirmhintergrund. Ich glaube, das wäre noch besorgt. Eins muss man den Asari lassen. Kulturell ist Ilium das reinste Wunder. Von ihrem Einfallsreichtum kann sich die Menschheit eine Scheibe abschneiden. Jupp, definitiv. Verzeihung, aber ich telefoniere. Du hast aber gar kein Handy am Ohr. Woher soll ich das dann wissen, dass du telefonierst? Oh, riesige Welt. 25 bei 5. Nur sehr wenige Quarianer kommen hierher. Ilium hat der Flottille einen Mindestabstand vorgeschrieben, den sie einhalten muss. Für alle, die es sich leisten können, ist das der großartigste Planet der Galaxie. Und sie tun alles dafür, dass die Flotte der Quarianer nicht herkommt. Okay, gut. In der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen werden wir diesen Planeten, diese Stadt weiter erkunden. Wir werden Einkäufe tätigen, wir werden rekrutieren, wir werden... Boah, wir haben jede Menge zu tun. Ich bin Hello1986, wir spielen Mass Effect 2. Bis morgen.